Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar zu einem neuen Horrorspiel. Ich möchte hier den Timer starten. Mundown. Mundown ist ein handgezeichnetes, kleines oder größeres Spiel. Ich glaube, was ich gesehen oder gehört habe, von einer einzigen Person über Jahre hinweg gezeichnet. Spielt in der Schweiz, irgendwo in der Schweiz, in einem Alpental. Und wie gesagt, ist ein Gruselspiel. Hat einen sehr eigenwilligen Look. Ich bin mal gespannt, lassen wir uns überraschen. Lass uns mal starten. Garkurdin. Vi ha un zemvergai de piket je stau si keo. Jo sto mal keo ai naushes novas per tai. Il clavau de teu car tat florin ai berjaus giu. Curec ti legis quelles lignes et el de dit se traus. I e bo necessari che ti feces il leum viadi si keo. Chissas denton esser si girs, florin aveva fec pudientai. Signau plavon Jeremias, wie schnauke de Mundeu. Okay, das ist ein sehr alter schweizerischer Dialekt, da hätten wir vielleicht lesen sollen. Kann man nicht keinem verstehen. Sicher ein Kurios mit dem Brief. Etwas ist seltsam an diesem Brief von Jeremias. Ich muss mir eigenen Augen sehen, was da geschehen ist. Sein Großvater, glaube ich, ist gestorben und er ist schon beerdigt und er ist jetzt hier auf dem Weg in das Dorf. Sein Großvater. Abgebrannte Scheune untersuchen. Vor ein paar Tagen habe ich diesen Brief von Pfarrer Jeremis bekommen. Er teilte mir mit, dass mein Großvater beim Brand seiner Scheune ums Leben gekommen ist. In der Hoffnung, mehr herauszufinden, reise ich in die Berge von Mundau. Offensichtlich spricht oder wird gesprochen nur in die... Oh, jetzt gibt aber Gas. In Schweizerdeutsch, diesem alten Dialekt. Ihr seht schon hier diese eigenwillige Grafik. Das ist alles, wie gesagt, handgezeichnet. Und dann aufwendig im Computer eingescannt. Ziemlich cool gemacht. Da fährt der Hinterbus. Erster Tag. Ich habe vergessen, wie der Nebel diese Welt von der unteren trennt. Großpapas Scheune ist, war am Ende dieses Pfades. Schade, dass er nicht hier richtig in Deutsch spricht. Somit müssen wir wirklich alles lesen. Ja, das ist schon toll. Also wenn man sowas schon mal in echt gesehen hat, wenn man so auf den Bergen steht und dann so runterschaut ins Tal und das Tal wirklich von der Wolkendecke getrennt wird, das ist schon ziemlich cool. Das ist der Weg zum Postauto. Aber ich bin noch nicht bereit, Mundau zu verlassen. Also, nee, okay, gut. Sind ja gerade erst angekommen. Schafe. Oh. Süßer Hund. Il clavau de tat. Großpapa Scheune. Nee, ein Schaf. Völlig ausgebrannt. Schaf.
Schaf, Ziege. Hallo T. Hey, c'è fastica? Schauen wir uns erstmal draußen um hier. Das ist der Weg zum Großpapas alten Haus und zu Jeremys Kapelle. Darunter? Wie? Hat eine. Ich sehe auf dem Bild die Scheune brennen und wenn ich näher komme, sagt er, ah, es wird heiß, oder was? Da trocknen sie Heu oder Stroh. Das machen wir gleich mit dem Bild. Ich will nur nochmal hier mal ein bisschen umschauen. Ich weiß nicht, ob man hier auch was finden kann oder muss oder soll. Hat das? Und in der Scheune ist der Großvater umgekommen. Okay, da kann ich nicht durch. Kann ich mich irgendwie. Ah ja, ich kann mich hinknien. Die Ziege verfolgt uns. Hallo. Bist du so schwarz vom Ruß oder bist du eine schwarze Ziege? Eine Kerze. Requiescat in pace. Da kommt die Ziege wieder. Das ist unheimlich. Requisit in pace. Ruhe in Frieden. Wenn mein Schullatein mich nicht täuscht. Requiesca ruausa in pace. Se ho sbaglio il tutto fatti come un latino di scuola. Oh. Das sind tote. Tote Rinder. Okay. Die Ziege verfolgt mich. Kann ich da irgendwie weiter rein? Nee, ne? Hallo. Da ist ein Schild. Bus zum Busbahnhof. Gut, dann schauen wir mal das Schild an. Oder das Bild. Bewegen, ne? Okay, gut. Ich dachte, das sind nur Zuschauer. Ja, wer oder was bist du? Das ist der Großvater, oder? Der brennende Scheune zeichnet? Stimme, Hilfe. Da ist jemand. Alter Mann. Was ist mein, ihr Juben?
Alter Mann, nun, mein Junge, willst du deinen Opa folgen? Komm herein, es ist gemütlich und warm hier. Wer sind Sie? Sagen wir, ein alter Freund deines Großvaters. Loslassen. Lassen Sie mich los, wie du willst. Aber zuerst schenke ich dir was, damit du dich an mich erinnerst. Ein Mann ist nur so gut wie sein Handschlag. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Mein Gott, bist du das, Großvater? Oh, jetzt sehe ich es erst. Er muss gemerkt haben, dass er eingeschlossen ist. Sitzt einfach da und wartet auf das Feuer. In der Hand. Pfeife? La pipa carezzata da ta. Großvaters geliebte Pfeife. Ich behalte sie zum Andenken. Ich werde einen Weg finden, diesen Fluch zu brechen, Großpapa. Tabak für die Pfeife finden, optional. Das wurde im Ofen vor dem Feuer bewahrt. Großpapa muss es hingelegt haben, damit ich es finde. Was ist denn das? Ah, ein Bild. Ein altes Foto von mir als Kind mit Großpapa. Ich saß so gern in Mouville und tat, als fahre ich damit. Auf der Rückseite ist eine Skizze. Ups. Ah, so, okay. Was ist das? Eins, zwei Ringe. Ich muss Großpapa irgendwie aus diesen verfluchten Scheune herausbekommen. F und C. Zu machen. Tja, man erkennt ihn kaum. Ich muss ihn rausbekommen. Ich muss selber erstmal hier rauskommen jetzt. Hat. Oh. Nicht zugeben. Könnt ihr wieder reingehen? Ah ja, okay. Ich kann anscheinend jetzt immer rein und rausgehen. Mein Großvater immer noch hier ist. Was hat Jeremies dann begraben? Abgebrannte Scheune untersuchen. Großpapas Grab besuchen. Okay, jetzt ist das Bild weg. Und noch die Staffelei da. Das Gemälde ist brennende Scheune ist weg. Ich muss es finden, seinen Schöpfer. Und die Ziege ist auch weg. Keine Ziege mehr. Wo ist die Ziege hin? Gemälde weg, Ziege weg. Okay, also da glaube ich ging es. Ging es zum Haus vom Großvater. Munda. Welcome. Großpapas Haus.
Stolz hat er mir immer erzählt, dass es vor Jahrhunderten erbaut wurde. Noch eine Scheune. Eine kleine Kapelle da oben. Vielleicht ist da auch der Friedhof. Was ist das da unten? Ah ja, auch eine Art Scheune und wieder so Stroh zum Trocknen. Gehen wir zum Haus vom Großvater. Schilder. Da geht's zum Bus, da geht's zum Brunnen, zur Tränke und zur Kirche. Kommen in der Schweiz. Kann er reinschauen? Ja, dann kann er reinschauen. Ein Fernglas. Dort bei dem großen Kreuz ist der Friedhof. Ah, nicht ganz oben. Okay. Okay, das geht immer sofort. Das Fernglas. Okay, gut zu wissen. Ah, hier, Ziegen. Da ist jemand. Das ist ein kleines Mädel. Das sieht man so gar nicht. Da ist ein kleines Mädel da oben mit den Ziegen. Das ist Heidi. Heidi. Ein Lichtschalter. Ist hier ein Licht? Ach, das hier? Okay. Ich habe eine Fotografie. Das macht einfach Platz. Das Foto von mir hier. Dieses Foto zeigt einen Fortschritt. Okay. Ach, das ist die Rückseite vom Foto. Gruselig bis lachend, dünn bis dick. Gewehr und was? Kein Gewehr? Okay. Eine Holzscheit. Okay. Großpapas Einheit im Krieg. Auf ihrem Flacken ist eine Sonne. Die Person ganz links sieht nicht aus wie ein Soldat. Ganz links? Nein, das ist wahr. Äpfler an der Arbeit vor langer Zeit. Großpapas Haus. Da ist ein Kerzenlicht im Schlafzimmerfenster. Okay. Ich kann es wohl nicht. Achso, damit geht es aus. Okay. Da ist doch Essen. Brot? Maximale Gesundheit. Oh. Ah, da ist der Balken hochgegangen. Von dünn auf dick. Ich in der Fotografie erwähle, der Mann ist auf Fond. Ja, ja, ich weiß. Oh, okay, ich setze mich einfach hin. Tür ist auf. Und jetzt? Habe ich das jetzt mitgenommen? Die Tasse?
Kaffee machen. Optional. Okay, machen wir dann gleich vielleicht. Schauen wir erstmal. Platziere einen Gegenstand im Inventar. Der Gegenstand, den du hier aufbewahrst, steht in allen Küchen, die du findest, zur Verfügung. In allen Küchen, die ich finde. Ich kann die später brauchen, um Dinge zu lagern. Okay, da ist doch was. Streichhölzer. Du kannst das Spiel an Pendeluhren manuell abspeichern. Das Spiel wird in Schlüsselmomenten auch automatisch gespeichert. An Pendeluhren. Okay, gut zu wissen. Das schaut aus wie das Bett. Nee, das ist das Bett. Was ist das? Auch ein Lichtschalter. Ganz schön ruhig hier. Stimmt, diese alten Betten, die man zumachen konnte. Ich kann jetzt wirklich nicht schlafen. War ja nur eine Idee. Eine Fotografie der Tat durch die Jahre. Ein Foto von Großpapa im Krieg. La mai cinciao de Er hat nie über diese Zeit geredet. Da kommt gleich Musik auch mit auf. Die gute Essstube. Was ist das? Im Plakat per scurzelades de Ein notte. Plakat für Schlittenfahren bei Nacht. La scurzelava la dini si Ich habe so gern an den Hängen des Mundans geschlittet. Cool gemacht, wie dann, wenn du den Bit anschaust, der ein Sound dazu kommt. Sag mal da, nochmal Streichhölzer. Was ist das? Was ist das? Ich weiß ja nicht, wie ich in das blöde Inventar komme. So komme ich ins Inventar. Was habe ich denn da alles? Ein Holzschwert, eine Pfeife, eine Tasse, zwei Streichhölzer und was ist das? Steht nicht da, ne? Ich erkenne es auch nicht. Ein Lippenstift? Nee. Zigarette? Nee. Okay, so komme ich jetzt in den Tag. Alles klar. Okay. Plakat. Der Movel fehlt auf dem Plakat. Am Hang daheim. Okay, jetzt schauen wir noch rauf und dann wieder Kaffee. Machen wir uns mal einen lecker Kaffee. Eine Seilschaft. Mia combra veglia, cura Mein chiamare altes Deus Zimmer, certa. als ich bei Großvater gelebt habe. Okay, also Bett ist nicht mehr da. Der Kolonie. Schaut aus wie ein Filmplakat von einem
Science-Fiction-Film. Ja, stai vini contat odo quel schmaladeu clavau. Das ist von hier, ne? Das ist das Haus, Großvaters Haus. Da ist der Brunnen. Da gibt es anscheinend zwei Tunnel. Okay. Die Jungs mit Kuhglocken. Die Soldaten hier sieht er nicht. Das will ich, ne, das will ich doch noch nicht. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, auch, was ich da gefunden habe. Kann es sein, dass. Nee, das ist ein Stift. Die Soldaten. Nee, das dachte ich an die Soldaten. Okay, komisch. Wenn mir langweilig war, zog ich manchmal mit meinen Schraubenzieher los. Er hat die Schilder geklaut. Bienenstock, Friedhof, Kapelle, Brücke zur Mutter, Sessellift, Aussichtspunkt und Brunnen. Hat die Schlange geklaut. Okay, komisch. Ein Badezimmer. Haben wir ein Spiegelbild? Oh ja, wir haben das Spiegelbild. Ich schaue nicht gesund aus und hinter mir dieser Mann mit dieser leuchtenden Hand. Mit Wasser ist hier nicht so gut. Sag mal da. Was ist das? Rötli. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen eine Bezeichnung, was was ist. Also von den Sachen, die man nicht erkennt, wie zum Beispiel, es ist jetzt ein Kirschsaft, ein Kirschschnaps. Schrifttallehrer. Ah, ich kann die Tür zumachen. Okay. Oh. Okay, ich kann also auf Toilette gehen. Es ist auch nicht selbstverständlich in dem Spiel. Nein, ich wollte die Spülung eigentlich jetzt betätigen. Die Spülung geht. Geht denn da? Aber ansonsten geht kein Wasser. Okay, da ist noch ein Zimmer. Die ist zugesperrt. Da brauche ich irgendeine Art von Schlüssel. Das ausschaut zum Kreuz. Hier komme ich gleich gar nicht erstmal rein. Nicht rauchen.
C und T, okay. Okay, und da geht's ganz weit rauf in alte Schlitten. Iljorden du jahre de dat. Großpapas Sachen aus dem Krieg. Was für ein bizarres Schloss. Das ist ein kleiner Soldat. Wir haben doch Soldaten drin gehabt bei mir auf dem, auf meinem, halt. Die konnte er nicht nehmen, ne? Ne, da setzte sich nur hin. Die kann er nicht nehmen. Da ist noch unser. Wo ist vorher schon da? Was hat das hier auf. Wer hat das hier aufgehängt? Haben wir es vorher nicht gesehen? Runter. Hier unten. Können wir jetzt eigentlich nur Kaffee machen, mal. Was ist da noch? Platziere einen Gegenstand. Ich muss das anders machen. Qualsiasi io dovrà applicare per magazzinare cause. Ich kann das nicht nehmen. Qualsiasi io dovrà applicare per magazzinare cause. Kann ich, habe ich die jetzt im Mund? Ich will die Pfeife wieder zurücklegen. Platziere einen Gegenstand vom Inventar. Io dovrei sempre mettere acqua e la Ich sollte die cassetta. Pfanne zuerst mit Wasser füllen. Io dovrei sempre mettere acqua e la cassetta. Ja, tu sie doch einfach. Nein, danke. Aber ich habe kein Wasser. Oben geht kein Wasser. Und hier gibt es keinen Wasserhahn. Im Bad oben geht kein Wasser. Muss ich da zum Brunnen laufen? Okay, das geht so nicht. Ja, ein bisschen gewohnheitsbedürftig. Und ich kann Kaffee nur machen, wenn ich Wasser habe. Ohne Wasser kann ich keinen Kaffee machen. Der wäre ein bisschen trocken. Nun gut. Sehr spannend, sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin ja noch echt gespannt, was uns da noch alles erwartet hier. Ist das Mädel noch da? Da steht dann noch oben. Ist da vielleicht auch unsere schwarze Ziege von vorher? Ich bin echt noch gespannt, was uns noch hier alles erwartet. Sehr interessant. Sehr gruselig irgendwie ein bisschen. Zumindest dieser Spiegel, was da passiert ist. Sehr komisch. Und schon faszinierend, ne? Also das alles von einer Person, so wie ich das gesehen habe, mit Hand, mit Bleistift gezeichnet. Ich glaube, es hat mehrere Jahre der dahin gearbeitet, der Herr. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin fürs Zuschauen.
Wir werden erstmal den Brunnen beim nächsten Mal suchen, schauen, dass wir Kaffee machen können. Da hinten ist nochmal ein Schild. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir den Tod unseres Vaters. Waren wir da schon drin? Okay. Ob wir den Tod unseres Vaters, unseres Großvaters irgendwie aufklären können. Ich bedanke mich bis dahin auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sehr cooles Spiel. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dahin. Tschüss.